Gerhard, kennst du Deichkind, die Band? Natürlich. Seine Remi Demi. Ah, das kennst du eh. Ja, ja. Genau. Und zwei dieser sehr, sehr launigen und großartigen Gruppe sind jetzt bei uns zu Gast und kommen direkt jetzt hinten rein. Oder spielen wir noch einen Zuspieler vor? Ich hoffe, sie kommen hinten raus. Ja, erstmal hinten rein, um dann vorn rauszukommen. Richtig, so, ja. So ist gemeint. Hier sind Porky und Philipp von Deichkind. Ja, gerne. Bier? Ach nee, Wasser trinke ich. Wasser. Ihr habt hier Fans scheinbar. Der hat dein Wasser, dass du dran kommst. Okay, also als erstes, hast du trinken? Nö, ist gut. Ich muss sowieso schon auf Toilette die ganze Zeit. Ich muss sagen, Dirk, du siehst richtig gut aus. Ich sah total schlank, ne? Ja, wir haben uns gar nicht gesehen, aber ich habe abgenommen. Du hast recht. Aus, ja. Du schaust auch sehr gut aus. Wie viele Mitglieder hat Deichkind eigentlich zurzeit? Wir haben festgestellt, 4 bis 5 Leute. 4 bis 5, das wechselt ständig? Ja, ja. Also unterwegs sind wir 15 ungefähr, mit allem drum und dran, mit dem ganzen Gesindel, das am Ende abbaut auch. Für die paar, die es vielleicht gibt, die Deichkind jetzt noch nicht so kennen, ein kurzer Eindruck dieser Band. Es ist, glaube ich, ein Ausschnitt aus dem Video Arbeit nervt. Ja. Da kriegt man auch einen Eindruck, wie die Bühnenshows von Deichkind so ablaufen. Deichkind, Arbeit nervt. Wo kann man das denn sehen? Wahnsinn. Das schaut echt cool aus, ne? Ich hab gerade gesehen, das schaut echt cool aus. Wir waren jetzt gerade auf Tour. Ja. Im Dezember, jetzt 4 Wochen, waren wir auf Tour und da waren wir in Berlin, sind wir aufgetreten, in der Columbia-Halle, und da habe ich tatsächlich den Produzenten von dem Video getroffen. Oh, das Peinige ist ja, dass ich den erst gar nicht erkannt habe. Naja, auf jeden Fall war der da und dann hat er so gesagt, also war so ein ganz ruhiger Typ, meinte so, hat mich so zur Seite genommen und so, sag mal, irgendwie, also dieses Video, das hat mich irgendwie fertig gemacht. Irgendwie. Ich war irgendwie im Krankenhaus und so. Und dann meinte ich, was, wie so im Krankenhaus und so. Ja, ich hatte einen Leberschaden. Das hatte irgendwie so, habe ich gedacht, Leberschaden immer, wenn man zu viel Alkohol trinkt. Unglaublich gutes Video und aus vertrauenswürdiger Quelle weiß ich auch, dass Deichkind-Auftritte die zurzeit teuersten sind, was die Show betrifft auf jeden Fall. Wie kann man das proben? Ist das durchchoreografiert oder wie viel Platz bleibt dafür Improvisation an so einem... Ja, das hat sich so an sich... Früher war es nur Improvisation. Also auch da wurde auch mit Alkohol improvisiert. Und da hat sich dann so das so automatisch entwickelt, dass es jedes Mal irgendwie anders war und gut aussah oder auch in Trümmern geendet ist. Und das eigentlich war jetzt auch nach dem zweiten Album war eh der Plan, den ganzen Laden an die Wand zu fahren. Der Wagen ist aber leider dann durch die Wand durchge... Ihr müsst weiterfahren. Ja, wir mussten einfach weiterfahren. Ja. Also das ist wirklich so, wir haben nach der dritten Platte, war das wirklich so, dass wir gesagt haben, so, wir machen die jetzt fertig, die Platte, machen noch 2, 3 Auftritte und dann ist gut. Und dann haben wir auch so gehört, so, ah, Deichchen, das ist over, das läuft nicht mehr. Und dann waren plötzlich Leute, sind gekommen und es ging immer weiter und haben gesagt, okay, yippie, Deichchen ist ja auch eine interessante Band. Also wo seht ihr euch selber zwischen Ballermann und Dada-Kunst? Wo ist das eher? Ja, das wissen wir auch selber nicht so richtig. Wir beschäftigen uns auch ständig. Das ist das so, mit der Musik ist das halt auch so, man macht so, so mit Nachhaltigkeit und so, man macht ja Musik und dann, man will sich das ja auch nicht ausdenken, das soll ja auch irgendwie so impulsiv bleiben und irgendwie aus einem selber rauskommen und wir sind jetzt selber gerade so in dem Prozess zu verstehen, was da denn jetzt eigentlich passiert so in letzter Zeit. Kann man auch erleben, zum Beispiel am 20.01. im Orpheum in Graz, ja. Und am 24.01. sind Deichkind beim FM4 Geburtstagsfest in Wien zu sehen, in der Arena. Und dann noch beim Ehrenstyle Innsbruck am 31.01. Geil, das war... Wusstet ihr aber schon, oder, dass ihr da auftreten müsst? Ja. Ja, das ist, ich habe heute eben gerade, als wir da draußen saßen, hat jemand erzählt, das ist draußen. Ja, das ist im Freien. Legendäre Hab ich nicht zugesagt. Also ich habe mir aber angewöhnt, auch einfach immer in Hamburg, weil wir auch mal... Ich steige mal eigentlich... Einfach in den Flieger. Ich wollte gerade meistens immer sagen, aber das gibt's ja gar nicht. Also doch, meistens immer kannst du sagen, du darfst alles sagen. Das darf ist man ja, das in Österreich? Das ist Sprachkunst. Ja, okay. Also ich lasse mich eigentlich immer überraschen, denn wo ich denn rausgeschmissen werde. Darf ich kurz einige biografische Daten abfragen, weil es wirkt nicht so, als wärt ihr nicht nach unserem Namen von Kindesbeinen an Musiker gewesen. Wart ihr vorher Kunststudenten oder so? Nee. Ach, weiß ich, wir sind nicht so richtig. Wir sind eigentlich Autodidakten so. Wir haben ja, also so Kunststudenten. Alles,
Ja, auf eine Art, ohne. Ja, wahrscheinlich, ja, genau. Elektroinstallateur. Ihr unterteilt euch offensichtlich in zwei Kategorien in der Band, nämlich die Capitalos und die Dinkels. Mensch, da hast du die Dinkels. Die Capitalos sind die, die gemeinhin so als die Preuß gelten, und die Dinkels, die sich mit Hochkultur beschäftigen. Genau. Das ist einfach die Auseinandersetzung zwischen Kunst und Geld. Das ist einfach, das ist das Ding so. Und das ist das, was uns, das ist auch wie einen roten Faden irgendwie sich durch unsere Bandgeschichte durchzieht. Irgendwie, dass wir Geld verdienen wollen mit unserer Musik, aber auch irgendwie auf eine Art dann auch keinen Bock haben auf so DJ Ötzi-Kram. Und wir irgendwann doch irgendwie versuchen, nochmal so einen intellektuellen Sinn darin zu sehen. Aber wir sind ja auch keine Solokünstler, wir sind eine Band, und das ist so ein Organismus, wo jeder so Meinung reinschmeißt und so weiter. Und du bist ja zum Beispiel Solokünstler, da kannst du machen, was du willst. Da kannst du sagen, ich habe jetzt Bock, hier in die Fernsehsendung zu kommen, und bei uns ist das so, ja, machen wir das jetzt und so, und dann... Du, in Griechenland hatte ich auch Stress letztens, war ich auf Zypern. Tatsächlich, ja. Was hast du auf Zypern für einen Stress gehabt? Linksverkehr. Ach, ich habe einfach so einen Taxifahrer. Ja, das ist schon... Ja. Macht dir Spaß, ein Deichkind zu sein? Ja. Woher kommt eigentlich der Name? Oh, das ist so eine schlimme Frage. Das kann egal sein. Der will das euch fertig. Ja, das ist so. Naja, aber das muss man für die Österreicher schon erklären. Ja, okay. Österreicher wissen, schau, wir sind ein Bergland. Wir haben kein Meer. Das heißt, viele von uns wissen nicht, was ein Deich sein soll. Also, das grenzt eines oder das Festland von den Gezeiten ab. Und das sagt uns auch nichts. Gezeiten sind Ebbe und Flut. Kennt ihr Holland? Nee, Wasser. Wasser. Also, ja. Kennt ihr. Wasser. Sag mal, versuch das anhand der Donauinsel zu erklären. Können wir das nicht auch mal zeichnen oder so? Ja, könnt es gerne zeichnen. Wenn ihr das zeichnen könnt, aber nicht auf dem Bild, bitte. Nein, bitte nicht auf dem Bild, weil das ist ein wertvolles Bild. Nee. Ein Arschgesicht. Könnt ihr... Nee, egal, das ist auch gar nicht so interessant. Ist gar nicht so interessant. Ist es noch dieser Brief zu kaufen auf eBay, zu ersteigern, wo einer von euch Grippeviren reingerotzt hat? Oder ist das... Mir war einfach langweilig. Ich habe mir auf der Arbeit-Nerv-Tour, waren wir 4 Wochen unterwegs. Ja. Und dann habe ich einfach so meinem Körper befohlen, du wirst jetzt nicht krank, du hast keine Zeit. Und Weihnachten, wenn du nichts zu tun hast, dann wirst du krank. Und auf den Tag genau bin ich krank geworden. Und dann ging es mir nach ein paar Tagen schon ein bisschen besser. Und dann war mir natürlich langweilig, wollte es auch noch auskurieren. Dann habe ich einfach in so einen Briefumschlag reingehustet und habe das zugemacht. Und habe dann bei eBay einfach so original Arbeit-Nerv-Tour-Deichkind-Grippeviren da. Und wie hoch war das größte Gebot? Ab 1 Euro, das ging 12 Stunden. Da waren irgendwie knapp 5000 Leute auf dem Gebot irgendwie. Und da war höchstes Gebot? 12 immer, Euro. Ja, eben. Immer relativ. Dazu muss ich auch noch erklären, dass er dazu geschrieben hat, dass die Viren dazu da waren, dass man sich die selber inhalieren kann, wenn man die sozusagen ersteigert und dann selber krank wird und dann nicht zur Arbeit gehen muss. Es tut nicht weh und es muss einfach nur. Es war auch nur Schnupfen und Husten. Also ich habe dann auch Fragen gekriegt, ob da auch Durchfall dabei ist oder ob man das mit. Ob man das mit einer Bindehautentzündung paaren kann. Aber wenn du eine Darmgrippe mal haben solltest, wäre das vielleicht nochmal ein Zusatz. Das würde ich den Leuten empfehlen, die nächstes Jahr abnehmen wollen. Auf jeden Fall. Wer sollte das sein? Ja, jedenfalls. Schauen Sie sich Konzerte von Deichkind an, kaufen Sie die CD von Deichkind, kaufen Sie alles, was Sie von Gerhard Haderer in die Finger kriegen können. Vielen Dank für den Besuch, Gerhard Haderer und Deichkind. Dankeschön.